Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, diesmal Jumping King. Bin mal gespannt. Das sah aus von den Bildern her wie so ein ja, ganz normales Jump'n'Run von früher. Aber wo ich mich riesig drauf freuen werde, nächstes Jahr, also 2021, kommt eine neue Version von Alex Kidd. Also vom alten Alex Kidd, wie ihr es kennt, vom Master System, was vorinstalliert war. Oh fuck, und runterfallen. Und tot. Oh Gott. Oh. Jetzt auf jeden Fall komme ich auch hier rauf. Gott. Also es ist nicht nur so ein Jump'n'Run wie damals, das ist echt. Da muss man auch Ausdauer haben. Oh.
Also man kann auch nicht hochspringen und einfach rüberlenken. Das geht nicht. Oh fuck, falsche Richtung. Also es ist nicht mein Spiel, Leute. Ist eher was für Leute, die gerne knifflig mögen. Oh fuck, ey. Nein! Oh, ich glaube, ich schaff's rüber. Von da aus komme ich nicht direkt rüber. Ach, scheißegal. Wir lassen es jetzt sein. Scheißegal. Habe ich jetzt keinen Nerv mehr drauf. Mein Fall ist es nicht. Einfach nur nach oben kommen und dann die Geschicklichkeitsarbeit und dann dosieren, wie weit man springt. Man hat hier eine Skala, wie groß man jetzt die Sprungkraft ist. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Ich denke mal, einige wird es bestimmt geben, die sowas mögen.
alleine schon wegen dem Schwierigkeitsgrad. Aber für mich ist das gar nichts. So, ich mache dann hier auch Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.